Die psychische Gefährdungsbeurteilung für Kleinunternehmen bis 25 Mitarbeitern ist das Thema unseres heutigen Videos. Bleiben Sie dran! Hallo, mein Name ist Patrick Illigen vom Gesundheitsmanagement Ruhr. Wir wollen uns heute mit der psychischen Gefährdungsbeurteilung auseinandersetzen, hier ganz speziell für kleine Unternehmen bis maximal 25 Mitarbeitern. Warum machen wir diese Unterscheidung überhaupt in kleine Unternehmen, mittelgroße Unternehmen, Großunternehmen? Nun, das liegt daran, dass gerade Kleinunternehmen an manchen Stellen gewisse Vorteile haben, in der Ausführung ihrer gesetzlichen Pflichten. Es gibt sogenannte Unternehmermodelle. Das variiert ein bisschen von Berufsgenossenschaft zu Berufsgenossenschaft, wo der Unternehmer selber als Person für einen gewissen Bereich des Arbeitsschutzes verantwortlich sein kann. Er muss das nicht zwingend in andere externe Hände abgeben, solange er eine gewisse Zusammenarbeit mit seiner individuellen Berufsgenossenschaft realisieren kann. Nun, die psychische Gefährdungsbeurteilung an sich ist seit dem 4. Januar 2016 in einer Richtlinie der GDA, der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie, festgeschrieben, wie die auszusehen hat. Im Einzelnen das 7 Schritte, die ich kurz erläutern möchte oder vorlesen möchte. Schritt 1 ist das Festlegen von Tätigkeiten und Bereichen. Schritt 2 die Ermittlung der psychischen Belastung der Arbeit. Schritt 3 die Beurteilung der psychischen Belastung bei der Arbeit. Schritt 4, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen. Schritt 5, die Wirksamkeitskontrolle. Schritt 6, die Aktualisierung und Fortschreibung. Und Schritt 7, die Dokumentation. Kleine Unternehmen können manche dieser Schritte zusammenfassen, beziehungsweise brauchen den einen oder anderen Schritt vielleicht auch gar nicht machen. Ganz besonders von Vorteil ist natürlich, dass bei einem kleinen Unternehmen, wir gehen mal von einem Handwerksbetrieb oder einem kleinen Dienstleister aus, die Festlegung von Tätigkeiten und Bereichen gar nicht machbar ist, weil dieses Unternehmen an sich schon eine so kompakte Gruppe darstellt, dass wir hier gar nicht mehr groß unterscheiden können zwischen Vertrieb, zwischen Büro und so weiter. Vielleicht sind auch nur einzelne Personen an gewissen Stellen eingesetzt, sodass wir allein schon aus Gründen des Datenschutzes hier keine genaue Unterscheidung machen könnten. Ja klar, wenn ich zwei Leute in der Produktion habe, der eine sagt gut, der andere sagt schlecht, irgendwie was aus. Man könnte mit Sicherheit aus sehr vielen Details da Rückschlüsse ziehen und das soll natürlich nicht passieren. Bei kleinen Unternehmen machen wir es von daher so, wenn wir in die psychische Gefährdungsbeurteilung einsteigen, unterzeichnet jeder eine kleine Erklärung, in der er sich bereit erklärt, an dieser psychischen Gefährdungsbeurteilung teilzunehmen, dass ihm auch klar ist, dass Daten über ihn persönlich auch dabei natürlich im gewissen Rahmen entstehen können. Wir versuchen das natürlich auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die nächsten Schritte, die Ermittlung der psychischen Belastung bei der Arbeit, insbesondere erfolgt bei uns im Rahmen eines Fragebogens. Dieser Fragebogen hat insgesamt 37 Fragen, die sich auf 6 Dimensionen aufteilen. Innerhalb dieser Dimension werden mehr oder weniger Fragen gestellt zu diesen einzelnen Punkten. Ganz wichtig ist, dass am Schluss der Mitarbeiter auch nochmal die Möglichkeit hat, in einem Freitextfeld eigene Punkte anzusprechen, die ihn irgendwie individuell, persönlich belasten oder wo er auch von sich aus schon Verbesserungsvorschläge eingeben möchte. Das ist ein Prinzip, was wir immer regelmäßig durchsetzen und auch umsetzen. Wir geben einen Teil der Verantwortung an den Mitarbeiter und sagen, so, pass mal auf, du als Mitarbeiter stellst fest, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Arbeitsumfeld gibt es Probleme. Kein Problem, sprech diese bitte an und nach Möglichkeit gib uns beziehungsweise deinem Unternehmen, aber es ja nicht für uns als Dienstleister, sondern für sich im Grunde genommen, beziehungsweise für sein Unternehmen, gib einfach einen Verbesserungsvorschlag an. Dieses Freitextfeld, wir sammeln das dann nachher auch zusammen, werten einerseits die Fragen elektronisch aus, das machen wir direkt vor Ort, das dauert nur wenige Minuten. Die Freitextfelder sammeln wir dann auch zusammen und die leiten uns dann über
in einen Workshop. Das bedeutet, wir sitzen da, Belegschaft, Geschäftsleitung, in der Regel ist die Geschäftsleitung der Inhaber, und wir reden dann einfach über die Punkte. Zunächst erstmal über die bemerkenswerten Punkte, die aus der elektronischen Auswertung erfolgt sind. Ich sage deswegen ganz bewusst bemerkenswert, weil die nicht zwingend negativ sind. Es kommt natürlich auch oftmals darauf an, wie ist eine Arbeit organisiert, wie ist eine Arbeit auch an sich. Habe ich da gewisse Freiräume, habe ich keine Freiräume, habe ich Faktoren, die ich beeinflussen kann als Unternehmer oder die sich nicht beeinflussen, weil ich vielleicht bei einer Drittfirma arbeite. Im Fall eines Subunternehmers zum Beispiel haben wir das sehr häufig oder auch im Fall von Personaldienstleistern, wo einzelne Mitarbeitergruppen beim Auftraggeber beschäftigt sind, da habe ich natürlich gewisse Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann. Auf diese Sonderstellung Personaldienstleister kommen wir aber noch im gesonderten Video im Detail zu sprechen. Der Workshop dient der Entwicklung der Maßnahmen von Maßnahmen und auch einer Planung, wie diese Maßnahmen umgesetzt werden können. Das bedeutet, wir erarbeiten im Dialog mit den Beschäftigten, mit der Geschäftsleitung überhaupt erstmal Maßnahmen. Was können wir machen? Was macht Sinn? Wo können wir eventuell was drehen? Die Umsetzung der Maßnahme gleichzeitig natürlich auch schon einen gewissen Rahmen besprochen, damit klargestellt ist, was ist überhaupt realisierbar und was nicht. Diese Schritte, diese ersten vier Schritte, packen wir dann im Endeffekt schon in die Dokumentation ein, denn am Ende dieses Workshops machen wir eine Dokumentation im Rahmen eines stichpunktartigen Protokolls. Der Maßnahmenplan wird von uns schriftlich fixiert, ebenso gewisse Ablaufdaten der einzelnen Maßnahmen, sofern wir diese überhaupt benennen können. Dieses komplette Paket: Befragung, Maßnahmenentwicklung, Maßnahmenplan, das Ganze stellen wir dann dem Unternehmer innerhalb von in der Regel 2 Werktagen schriftlich zur Verfügung, sodass er dann die komplette Dokumentation des ganzen Prozesses hat, sofern dann irgendwann mal eine Kontrolle kommt oder ein Unfall passiert und die Berufsgenossenschaft nachfragt, hier, wie sieht das aus, wo ist die psychische Gefährdungsbeurteilung. Somit haben wir den Schritt 7 schon nach vorne gezogen, sodass wir den kompletten Bereich hier schon mal dokumentiert haben. Bleibt noch der Schritt 6, die Aktualisierung und Fortschreibung. Hier ist ganz klar der Unternehmer in der Pflicht. Grundsätzlich endet mit der psychischen Gefährdungsbeurteilung unsere Arbeit. Natürlich hat der Unternehmer die Möglichkeit, auch uns weiter zu beauftragen. Wir können dann regelmäßig mal nachfragen, nachhören und so weiter. Wir bieten da 3 verschiedene Betreuungs- und Beratungsmodelle an. Die Details sind auf unserer Homepage zu sehen. Im Allgemeinen sieht das aber so aus, dass der Unternehmer durchaus mit den Unterlagen in der Lage ist, diesen Prozess auch nachhaltig weiterzuführen, sprich die Fortschreibung auch durchzuführen. Aktualisierung bedeutet allerdings auch, ich muss mir Gedanken machen, wann ist meine psychische Gefährdungsbeurteilung nicht mehr gültig. Per Gesetz müssen diese Daten immer aktuell sein. Nun sagt das Gesetz leider nicht, was es unter aktuell meint. Grundlegend kann man davon ausgehen, die Aktualisierung ist alle 3 Jahre im Schnitt notwendig. Im Schnitt betrifft solche Unternehmen, die, sagen wir mal, durchgehend, weitgehend immer dasselbe haben, in denselben Projekten arbeiten, die gleichen Arbeitsabläufe haben. Es kann aber auch sein, wenn zum Beispiel eine fundamental neue Software eingeführt wird oder neue Produktionstechniken eingesetzt werden. Ich war vor kurzem bei einem Schreiner, der hat eine ganz neue computergestützte Fräs- und Holzbearbeitungsmaschine, ein riesengroßes Teil, angeschafft, was natürlich für die Mitarbeiter einerseits arbeitserleichternd ist, andererseits durch die Komplexität dieses Systems natürlich neue Herausforderungen stellt. Immer dann, wenn ich also so fundamental was Neues bei mir im Unternehmen mache, ist der eine Bereich, oder wo ich einen großen Teil meiner Belegschaft vielleicht neu dabei habe. Gerade bei Unternehmen, die vielleicht saisonweise mit Aushilfen arbeiten oder insgesamt einen relativ hohen Anteil an
geringfügig Beschäftigten haben, also diese typischen 450-Euro-Kräfte, wo natürlich ein deutlich höherer Wechsel stattfindet, da müsste man dann schauen, ob dieser Wechsel des Personals, dieser mehr oder weniger regelmäßige Wechsel des Personals, dazu führt, dass man die psychische Gefährdungsbeurteilung öfters neu machen muss. Das kann dann auch dazu führen, dass ich die vielleicht alle 2 Jahre mache oder wenn ich einen sehr hohen Wechsel, thematischen Wechsel, inhaltlichen Wechsel innerhalb meines Unternehmens habe, dass ich dann auch mal vielleicht das Ganze jährlich machen muss. Das klären wir aber dann im entsprechenden Gespräch und das wird in der Regel auch schon bei der ersten psychischen Gefährdungsbeurteilung klar, ob es da so besondere Herausforderungen gibt. Ja, damit sind wir am Ende unseres heutigen Videos. Wie gesagt, das Ganze für Kleinunternehmen in der Regel im Kompakt-Workshop. Planen Sie dafür mal so zwischen 2 und 4 Stunden ein an einem Standort. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne. Wir stehen Ihnen natürlich jederzeit für ein kostenloses Informationsgespräch zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.